willkommen zu meinem Channel. Heute teste ich mal, habe ich entdeckt, den Teegut für 1,69 zuzüglich Pfand. Roxal Revolt, eine neue Sorte Ginger, Killer Ginger. Ja, die anderen zwei habe ich schon getestet, also teste ich den natürlich auch sehr gerne. Obwohl Ingwer ist nicht so mein Fall. Ich bin nicht so der Ingwer-Fan, aber naja, warum nicht? Jo, das Design gefällt mir klasse. Also dafür gibt es schon mal satte 4 Sterne mit dem Camouflage. Da stehe ich so drauf. Und in Gold wunderbar. Echt schön. Gefällt mir gut. Das Teil hat pro Dose 177 Kilokalorien. Muss man sich zweimal überlegen, ob man es trinkt, wenn man Kalorien zählt. Also zum Testen ist es okay. Aber allein aufgrund der Kalorien werde ich es nicht so oft kaufen. Es sei denn, schmeckt sehr gut. Werden wir gleich sehen. So, Pfand. Ja. Und das ist, wie gesagt, mit Ingwer. Okay. Ja, es riecht auch nach Ingwer. Naja, okay, fangen wir an. Prost. Also, ich muss wirklich sagen, es schmeckt kräftig nach Ingwer. Es schmeckt wirklich kräftig nach Ingwer, aber auch nach Energy Drink. Es schmeckt nicht unangenehm. Also ich muss wirklich dazu sagen, normal, ich bin kein Ingwer-Fan, aber das schmeckt mir sogar. Also kriegt das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Ist halt teuer, gibt 3 Sterne noch. Ja. Und geschmacklich? Ja. Entschuldigung. Da das Ingwer nicht so mein Fall ist, die Geschmäcker sind ja eh verschieden. Also wer Ingwer mag, der wird das Zeug auf jeden Fall mögen. Ja, ich halte so meine Kamera. Schreibt mir in die Kommentare rein, wie ihr es fandet. Kauft es euch, testet es, schreibt es in die Kommentare. Also schmeckt wirklich krass nach Ingwer. Also wer auf sowas steht, dann kann ich es weiterempfehlen. Und man merkt auch, dass ein Energy-Drink ist. Ja. Ja, mein Geschmack ist es nicht ganz, aber es schmeckt wirklich, wirklich kräftig. Also kriegt das von mir trotzdem noch 4 satte Sterne. Geschmackmäßig. Ja, weil es schmeckt genau nach dem, was draufsteht. Also das ist Killer Ginger und schmeckt auch nach Killer Ginger. So, das war's wieder für heute. Ein kleines Like, wenn nicht verkehrt, abonniert meinen Channel und macht mir Vorschläge, was ich testen kann. Ihr seht ja, ich teste alles durch, auch 2018. Alles dann, gute Fahrt, Jungs und Mädels.